Ich denke, du hast eine schwarze Schicht. Nein, bis morgen Abend fast offen diese. Und das ist wirklich. Am Samstag. Da sind wir. Check, check, check. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruiz. Das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, heute habe ich zwei Sachen für euch. Einmal 8-4 natürlich, ja. Ich war in Hamburg spontan auf der Durchreise. Abends habe ich mir gedacht, ey, ich kann doch hier nicht übernachten, ohne mich mit 8-4 zu treffen. Ich habe ihn angerufen, wir haben uns super spontan auf dem Kiez in der Bar getroffen und Ausnahmezustand, ja. Die zweite Sache ist, ich habe was für euch und zwar drei Musik-Sets, wenn man so schön sagt, so Pakete. Und zwar unser Partner Roland, der verlost die. Und da ist einmal ein MIDI-Keyboard dabei, eine Soundkarte von Roland, ein Kopfhörer von Roland. Und natürlich die Software Ableton. Ja? Ableton Live Lite-Version ist dabei. Am Ende der Sendung werde ich nochmal genau darauf eingehen und euch sagen, wie ihr die gewinnen könnt. Und jetzt würde ich halt mal sagen, viel Spaß mit 8-4. Let's go! Du hast eine schwarze Schicht. Nein, bis morgen Abend fast offen diese. Und das ist wirklich. Am Samstag. Nein, jetzt. Da sind wir. Check, check, check. Einfach 8-4. Belly, MC. 8-4, diese Ruse. Welche Laden sind wir? Wie heißt der Laden? Heimisch Pub, ganz Herbersplatz. Ich hoffe, das Bild ist gut. Es ist sehr schwierig hier zu filmen und zu quatschen. Es ist Montag, nichts hat auf. Ja, nichts hat auf. Einfach hergekommen. Nichts hat auf. Ich wollte schön mit Ruse. Wir wollten erst, erzähl mal, was du eigentlich machen wolltest. Eigentlich wollte ich erstmal Remix machen. The Ruse, The Ruse, The Ruse. Ruse gab's den schon? Gab's den schon? Nee, gar nicht, du bist der Erste, der darauf kommt. Und ja, stimmt nicht, Alter. Und weißt du, wer auch noch immer gut ist? Back to the Ruse, mach doch Back to the Ruse, ja. Dicker, ja, habe ich schon in der Jugend immer gehabt. Der ist scheiße. Wie auch immer, auf jeden Fall wollte ich mit dir kurz in der Stammkneipe hier, ich stehe auf dem T-Shirt. Gruß an Olli auf jeden Fall, Schatz, lieb dich. Nein, Spaß. Gruß an Olli von Harpers, auch an Mario hier von nebenan. Schön, dass wir hier sein können. Und danach wollte ich mit dir ein bisschen rumlaufen. Ja. Ein paar kaputte Filme, hätten wir Spaß gehabt, weil sonst finde ich ehrlich gesagt die Interviews immer so ein bisschen langweilig. Ja, deswegen mache ich auch immer ein bisschen extra. Montagabend, Digga. Montagabend Standard hier, Bierchen, oder? Ja, klar. Aber du bist doch im Promostress, da muss mehr Bier rein. Ach, alles so ein Schwachsinn. Sei mal ehrlich, Digga. Ich habe Videodreh heute gehabt. Du hast mir gesagt, du hast nicht gepennt. Also du bist schon. Ich habe gepennt. Ich tätowiere nebenbei. Ich habe heute auch schon jemanden tätowiert. Also ja, mach immer viel. Immer viel machen. Und du wolltest mich abfüllen eigentlich, ne? Nee, was heißt abfüllen? Ich wollte mit dir so ein bisschen auflockern. Und hier ist das so, wenn man einen kurzen bestellt und man bekommt einen kurzen, man muss diesen kurzen trinken. Ja. Deswegen habe ich auch vorher gefragt. Hier ist kein Nein. Ja. Nein gibt's nicht. Da wird auch nicht diskutiert. Gott sei Dank, ich trinke keinen Alkohol. Aber Schatzi, Schatzi, machst du zwei Sambuca? Oder so Sambuca? Ja. Zwei Sambuca. Und der junge Mann möchte auch was trinken. Heiße Milch mit Honig, glaube ich, trinkt er. Pfefferminze bitte. Brennnessel geht auch. Ruhe. Leute, ihr müsst wissen, es ist super stressig. Hier sind 1000 Engländer, die sind ihre Fußballscheiße am Feiern. Warum bist du immer hier? Was bedeutet das? Bin ich immer hier. Es ist nur Montag und nichts hat anders halt auf. Ich bin aber ab und zu wirklich hier, weil das Kollege von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem habe ich früher Züge gespielt. Ja, du hast ja früher wirklich viel Graffiti gemacht. Mhm. Ich bin ja, wenn du nicht wusstest, auch ein überdimensionaler Graffiti-Fan. Echt? Ich habe aber auch 10 Jahre gesprüht. Was hast du gesprüht? Überdimensional viel. Aber Ruhrpott halt, ich weiß nicht, ob dir Trains. Das... Trains habe ich... Aber noch nie habe ich Chins, ja Legende, Dicker, ja, überdimensionale Legende. Bam mal, und Lay, sagt ihr das was? Ich war mal in ein Yard in Köln vor 12 Jahren. Ja. Wir sitzen. Ja. Und die haben gedacht, der Spot ist heiß, bla bla bla, wir machen nur einen 20er, also 20. Ja. So, und auf einmal kommt dann ein Typ an, geht den behindertsten Weg, packt eine Leiter aus und malt dann ein Hulka. Sieht aus wie ein 100-Dollar-Schein, aber malt dann irgendwie so einen politischen Scheiß da rein. Ich hab's vergessen, das Hulka kann man jetzt noch googeln von Chins. Und es war halt Chins so im Nachhinein. Ist und, unglaublich. Du hast ihn, und du hast ihn ja, wir saßen im Gebüsch so. Soll ich dir was sagen? Weißt du, dass es vielleicht 3 oder 4 Menschen auf der Welt gibt, die wissen, wer er ist? Ich weiß ja nicht, wer er ist. Ich habe ihn nur im Dunkeln gesehen. Ah, ja, das ist der krasseste Typ, der hat es durchgezogen bis zum Ende, dass ihn keiner sieht. In Meinung ist Moses der King. Moses ist auf jeden Fall so von... Er ist ja... Chins ist oldschool, ich will nichts falsch sagen, wahrscheinlich regen sich viele auf. Aber in meinen Augen ist Moses der King. Ja. Chins, Moses. Das ist, ich meine, ihr habt in Hamburg ja OZ. Hatten wir. Ja, ich meine ja, aber ihr habt, das ist ein Hamburger. War ein Hamburger. Eine Legende. War ein Hamburger. Ja, aber nee, der ist ja immer noch Hamburger. Meinst du, der ist der da ist oben tot. Dann kein Hamburger mehr? Aber meinst du, da oben so, ändert sich das? Aber was meinst du? Ja, man sagt das ja so. Ja, gut. Aber hast du schon mal was mit ihm gemacht? Ja, nee, ich habe nichts mit ihm gemacht. Weil er schon auch ein Tick älter war als alle anderen, die das gemacht haben. Der war auch ein bisschen politischer drauf gewesen. Ja, normal. Aber ich rede jetzt nicht über tote Menschen, aber wir hatten auf jeden Fall schon eine oder andere Begegnung mit Walter.
Ja. Ja, es ist krass. Du hast aber schon viele Yards gebombt, wa? Ich habe mir angeguckt, bist ja, du was ich von dir, wenn man über ich habe früher viel gemacht. Also hier habe ich sowieso alles gemacht, wie das S-Bahn was gibt. U-Bahn war ich nicht so, ich bin lieber auf S-Bahn gegangen, weil S-Bahn fährt. Ja. U-Bahn ist einfach nur so, da musst du irgendwie noch warten, von da, wo du es gemalt hast, bis hin zur Buff, wo du noch irgendwie ein Foto kriegst, dann hältst du dich mal in der Station an. Und dann bufft es und dann ist dann es dann kriegst weg. Du Kackfotos, ja, weil es ja. vorbeifährt, so mit Schimmer dahinter. Aber soll ich dir sagen, ey, du kannst echt froh sein, dass wir in Deutschland sind. Hamburg und Berlin siehst du viel, viel mehr Graffiti als zum Beispiel dort die Mutterland von Graffiti. Ich war gerade in L.A. Ja. Ich war einen Monat gar nichts mehr, einfach gar nichts mehr. Die Zeiten sind vorbei. Es ist vorbei, die machen sauber, du gehst im Knast, wenn die dich erwischen und so. Es ist richtig, also nicht mehr menschlich, Dicker. Das ist krass. Hast du hier Saugnapf dran? Guck mal hier, ist ein bisschen so. Das ist mein Bro. Bist du drauf? Man sieht, aber es ist ähnlich. Komm ein bisschen näher, wenn du willst. Nee, das ist gut. Guck mal, Rose, trink nicht. Ab und zu, weißt du, wenn ab und zu so rein, das reicht. Der wollte mit mir so kurz machen, jedes Mal, wenn er kurz zieht, mich auch, aber Gott sei Dank. Ey, für PTK. Prost, mein Schatz. Voll auf Sackleib, einfach Interview. Sag mal, wenn einer hier nicht bezahlt, was machst du dann? Was machst du, wenn einer nicht bezahlt? Ich zahle. Ich zahle für ihn auch mit. Du zählst direkt alle Rechnungen, die es gibt. Ich fand geil, dass dein Cover auch wieder so ein bisschen Graffiti-mäßiger ist. Hat bestimmt Homeboy Adobe gemacht, ne? Nee, hat Paco gemacht. Nein! Der mich tätowiert hat, der... Ich hab 100% gedacht. Du hast dich nicht informiert, Digga. Doch, ich hab... Soll ich das sagen? Guck mal, eben hat dann müsst du das ändern. Auf Amazon steht Adobe Kit. Nee, da steht sogar Paco. Hol mal raus, Handy. Hol bitte, ich hab kein Datenguthaben mehr. Kannst du das machen? Ohne Scheiß jetzt. Ich hab gerade noch gelesen, da stand... Oder gestern gelesen. Gibt's übrigens in meinem Shop. Nein, Spaß. Ja, da ist Mütze alles im Shop, Bruder. Nein, aber da stand, zusammen mit AdobeKit haben die eine diese Miete. Genau, zusammen. AdobeKit macht halt das Artwork. Aber Paco hat's gemalt. Mein erstes Album, ich habe so eine Trilogie gemacht. Jawohl. Abstand, Aufstand, Wohlstand. Und das erste Cover war halt auch von Paco. Und ich wollte dann wieder back to the roots. Ja, Digga. Und dann habe ich halt Bock drauf gehabt, dann hat er das gemalt gehabt. Ich habe erst so eine Backpiece-Jacke gemacht, die fand ich schon so geil. Dann wollte ich Dope Kit machen lassen. Ich suche sie jetzt nicht raus, weil ich keinen Bock drauf habe. Scheiße. Wie auch immer. Dann habe ich mit Dope Kit 1000 Mal telefoniert, wie wir es immer machen jedes Jahr. Was wollen wir machen, das wollen wir machen. Und dann hatte er keine Idee, die mich gebockt hat, er auch nicht. Und dann meinte ich halt, Paco, wie sieht's aus? Ist übrigens so eine England-Kneipe hier. Ja. Ist immer England. Montags bis Montag. Wie auch immer. Ja, Paco hat es gemacht und ich habe es gesehen. Ich sagte, Digga, du bist der krasseste Typ. Er ist sowieso der krasseste. Also, ich drehe auch jetzt mein Backspin-Interview Mittwoch. Wir haben heute Montag. Ich muss aber ausstoßen. Hau weg. Mittwoch mit hier Backspin. Da gehe ich mit Paco in die Wand malen. Nein, scheiße, dann Leute ist, den bin ich nicht mehr da. Ich wäre zu gerne mitgekommen. Nächstes Mal malen wir eine Wand zusammen. Du musst hier eine Wand klären. Dann machen wir eine miese Wand. Ja, komm. Ohne Scheiß. Ich habe schon ewig nicht mehr gemalt. Ich habe immer vorgehabt. Ich bin in Berlin, aber ist egal, red weiter. Wann bist du in Berlin? Donnerstag. Okay, wobei machst du da? Wie lange? Interviews. Und die mit Sai treffen. Ja, ich bin die nächsten Tage erstmal nicht in Berlin. Ja, alles gut. Aber wir machen da auf jeden Fall noch was zusammen. Ja. Ich habe in deinem ersten Video Said gesehen. Ja. Said? Wie sagst du? Said. Said? Ja. Wie kommt ihr zusammen? Wie kommt es, dass ihr so zusammen ein bisschen am Start seid? Digga, wir kennen uns schon länger, von damals Hoodwitch noch. Ja. Wir kennen uns länger. Jetzt gehen wir zusammen auf Tour im Dezember. 8-4 Seid gehen auf Beutetour. Tickets gibt es bei Eventim. Ja, was soll ich sagen? Seid ist eine Granate, ist ein guter Mann. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Gruß an Seid, Gruß an Malte, Gruß an Leo, Gruß an PTK, Gruß an Herzog. Whoop, whoop. Aber ich finde, vom Style und so passt die auch zusammen. Sagen alle. Und ja. jetzt hau ich was raus. Er hat noch nicht mal zurückgeschrieben. Ich hab ihn erstmal SMS geschrieben, ob das okay ist. Also, Molotow kommt ja 25.09. Ja. Und wir gehen im Dezember auf Beutetour. Und wenn wir auf Tour gehen, ab dem ersten Tourstopp in Leipzig, kann man eine EP von mir und Seid kaufen, die wir gerade aufnehmen. Und die wird nicht zum Kaufen, die nur auf die, Tour. Das die gibt es erstmal nur auf Tour und danach gibt es sie nur in Shops. Entschuldigung. Okay, ja. So, und das wird wie. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Dinger. Das wird wie Method Man Redman auf Deutsch. Genau so. Geil. Werdet ihr überfeiern, auf jeden Fall. Hammer. Wenn wir schaffen, vielleicht ein Album, aber wahrscheinlich EP. Dann könnt ihr es mit einem geilen Tour-T-Shirt zusammen in so einer kleinen Kackbox da. Bla bla bla. Bla bla, Promo, bla bla. Du bist ja jetzt beim Timo, bei Distri bist du. Ja, ich bin ja immer schon, der Vertrieb war ich schon seit ich das erste Mal eine CD in den Laden gestellt habe. Ne?
Warst du nicht kurze Zeit lang warst du aber in Verhandlungen mit noch jemand anderem? Ja, ich war mit ein paar mehr Verhandlungen, aber ich habe es nicht gemacht. Die hätten mir wahrscheinlich auch mehr Geld gegeben, aber ich war da, das lief alles gut. Ja, ich bin zufrieden. Ich hör oft von Leuten, die ihr eigenes Ding machen, dass sie mit Distri ziemlich zufrieden sind und auch da bleiben wollen. Es ist gute Zusammenarbeit mit ihm, ne? Digga, im Endeffekt ist es doch immer das Gleiche. Du machst Musik, du gehst irgendwo hin, du willst einen Vorschuss, Videos, bla bla bla, du bringst es raus. Wer das jetzt macht, ist mir egal. Wie kommt es? Arbeit gut machen. Ganz einfach, ja, genau. Ganz einfach. Die Promo mache ich eh selber. Ja, genau. Es ist ja so. Du hast dein Facebook, du hast deine Armee, du hast deine Fans. Am Ende bleibt es ja bei dir. Das ist aber auch gut so, weil nachher kannst du keinem die Schuld geben und musst keinen suchen, der schuldig ist. Du kannst dein Business selbst aufbauen. Ja. Alles korrekt. Wie machst du, ist so jemand wie du, der so Writer selber ist, Auge auch für die Kunst hat, Auge für die Farben hat, gehst du in die Videos auch selber komplett rein und machst oder lässt du das jemanden komplett machen? Also weißt ich lasse, ich habe zwei Jungs, einmal TK, ja. Der hat auch ganz am Anfang meine Videos gemacht, dann noch Akita und dann gibt es noch Klimo, schönen Gruß nach Berlin, der hat meine 100 Bars gemacht. Natürlich, so ich habe, ob es jetzt der Beat ist, was ich sage, Artwork, Video, Digga, ich gebe überall meinen Senf dazu. Ja, okay. Und ich will es auch niemals mit mir machen lassen. Jeder sagt jetzt nein und bla. Digga, wenn du mir 250.000 Euro gibst und sagst, ne. Aber wenn ich mich dann so derbe Dings drehen müsste, dass es dann wieder so ist, ey, was bist du denn für ein Stück Scheiße geworden? Ja. Dann nicht. Ja. Weißt du so. Also du schon noch dein Ding durchziehen, aber ich verstehe aber, was du meinst. Aber viele sagen, nee. Aber wenn die Summen kommen, gehen alle. Und dann lassen sie sich aber auch verbiegen. Ja, das ist, was soll ich sagen? Also im Moment bin ich mehr independent denn je. Ich habe hier um die Ecke ein Studio, da nehmen wir auf. Es ist mitten hier im Kiez. Digga, die Laufkundschaft, sag ich mal, kommt vorbei. Hier, bum, 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 da passiert alles. Aber dementsprechend, solche Texte kommen auch raus. Ja, klar. Also, es ist echt, es ist nah am Leben. Echter geht nicht, oder? Mehr Hamburg geht fast nicht, ne? Wenn du hier aufnimmst, Dicker. Also, das ist schon klasse. Finde ich gut, finde ich gut. Es ist so ein bisschen so. Man kann sagen, ihr, aber auch natürlich die Jungs von 187, auch andere Leute, auch mein Homie Levin ist ja auch hier, Masco, ihr habt alle so ein bisschen Hamburg wieder, was Hip-Hop angeht, auf die Karte. Ja, Mann, Bro. Ihr habt alle so ein bisschen Hip-Hop wieder auf die Karte gebracht, ne? Also in Hamburg. Hamburg steht wieder für guten Rap seit ein paar Jahren wieder. Ja. Wie kam der Umschwung? Und wieso kam lange nichts aus Hamburg? Digga, guck mal, das fragst du jetzt denen, die das angeblich den Umschwung gemacht haben. Ja. Sollen. Das kannst du ja mich nicht fragen. Ja. Weißt du so? Keine Ahnung. Digga, haben wir nicht immer Rap gemacht? Immer schon? Immer. Wir haben es einfach durchgezogen. Guck mal, es gibt Rapper, die machen von 7 bis 5, 16 Uhr ihren Job. Gar nichts dagegen gesagt. Aber dann sich daran so festzuhalten, Rapper. Wir haben immer einfach nur gemacht. Ja. Egal, von wem du gerade geredet hast, es wurde einfach nur gemacht. Aus dem Bauch raus. Und jeder, der jetzt da ist, wo er ist, hat es verdient. Schuss aus Mickey Maus. So. Aber also im Ruhrgebiet kann ich das ganz genau sagen, warum da mal ein großer Gap war zwischen den alten und den neuen Leuten. Jetzt Too Strong mäßig, diese Oldschool. Genau, Too Strong und so war früher so. Der lange. Keine Covers gehabt. Ich hab die Covers geliebt, Alter. Kannst du noch Graffiti von der Lange? Na klar, ich bin 30. Na klar, natürlich. Ja, alles. Ja, das waren auch echt unsere Jugendhelden so. Dann gab es aber einen langen Gap. Es gab eine lange Pause, bis wieder was kam. Jetzt. Also unsere. Er macht diese kurze Zeichen. Er will kurz. Mach wieder zwei Liter, bitte. Gleich liegst du. Ach, Digga, ich kann ab, Alter. Nein, das sieht man. Wir sind noch nicht mal warm, Digga. Ja, mein Schatzi muss immer mit drauf. So viel Akku habe ich gar nicht, bis der gleich alles, die ganze Bar hier leer sauft. Aber bei uns im Ruhrgebiet kann ich ganz genau sagen, bis jetzt. Du bist der Bruder von Sinan. Ja. Das stimmt wirklich? Ich kenne doch Sinan. Schönen Gruß an Sinan. Ach, ihr kennt euch? Ja, was heißt, wir kennen uns? Aber ich war mal Videodreh bei Weißel. Ah, okay. Und da ist er so mafiosi-mäßig aus dem Auto gestiegen. Ja, Weißel und Sinan ist ja. Nee, Spritte. Nein, Spaß. Die sind zusammen zur Schule gegangen. Echt? Ja, ja. Das wusste ich nicht. Aber Sinan immer sehr nett. Immer sehr nett. Nee, er ist ein super netter Typ. Ja. Wie man in den Wald hinein, so in den Wald hinaus, so ist er. Ja, ja, ja. Und bei uns hat. Ich wollte aber kurze, aber nehme ich auch. Trotzdem noch kurze. Entschuldigung. Was ich sagen wollte ist, im Ruhrgebiet, bis jetzt Case Rebel, PS Wars, die Stars, neue Leute gekommen sind, gab es ja lange nichts. Und ich kann dir ganz genau sagen, warum. Bei uns haben die Strukturen gefehlt. Labels, Leute, die pushen, bla bla bla. Deswegen habe ich mich gefragt, in Hamburg war das genauso? Ich weiß es nicht. Digga, war genauso. Am Anfang Sammy, also wo ich aufgewachsen bin, also ich starte mit 12, wie lange? 98, 99 mit meinem Rucksack, mit 12 und meinem Joint. Da gab es übrigens noch Ganja.
Ihr raucht alle euer schwules Drecks-Haze. Ihr verklebt alle in euren Drecksgehirn, ihr Bastarde. Da gab es noch Ganja, da gab es noch gelbe Polle, da konnte man wenigstens noch rauchen. Ich rauche seit überlange schon nicht mehr, weil Rauchen Dreck ist. Jeder hat immer geraucht, Digga, weißt du? Ist egal. Auf jeden Fall, Sammy war hier am Start. Ja, Sammy natürlich. Da gab es noch Flash, das wisst ihr gar nicht. Vor dem Splash gab es in Hamburg Flash im St. Pauli-Stadion. Da war ich mit meinem Rucksack mit 12 Jahren. Okay. Das sind meine Einflüsse von Hip-Hop. Mr. Schnabel, Schore für die Ohren, ungestreckte Hits mit deiner Meinung Deluxe. Hamburg-Feines Camp. Gab's, Mann, ich komme aus der Kassettenzeit. Ja, deswegen was sagen? Hamburg-Feines Camp war doch da. Genau. Feines kam ja erst viel später. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Digga, ich bin aufgewachsen mit Rawkas, Mobb Deep. Halt diese Opa-Scheiße. Das interessiert die ganzen Kinder gar nicht. Ist ja egal. Ja, aber Sammy ist ja heute auch wieder da. Sammy Assad, Entschuldigung. Ja, aber es ist ja eine Afro. Ganz andere Afro-Buddha. Er ist ja auch auf deiner Platte. Ja. Wie kam das? Der hier. Oder? Geiler Typ, wie also, kam das? Also, Kurzfassung, wie kam's? Ich war mit Klimo irgendwas zu machen aus Berlin, der Videomann, ja. Mein Bro. Und ich sag, Digga, ich will Afro. Und ich hab's im Backspin-Interview gesagt und hat er mich drauf angesprochen. Ja. Klimo kannte Jungs aus Frankfurt, Kopf an Kopf heißen die. Ja. Kennst du vielleicht? Nee. Egal, Grüße an Kopf, Frankfurt. Die kennen Haben. Klar, kennst du Haben? Haben. Genau, so kam der Kontakt, bla bla bla, dann bin ich mit ihnen nach Berlin. Einfach so überfallen, so, ja, ich meinte auch, Digga, pass auf, ich bin gar nicht. Ich hab noch nie jemand nach Feature gefragt. Noch nie so. Okay. Also noch nie so. Okay. So, wieder rein, da sind wir noch 10 Minuten wieder abgedampft. Ich sag, Digga, schreib mich in Hamburg auf die Liste, dann bin ich mit ihnen hin. Hat er so einen Auftritt gemacht, blabiblub, sagt komm, saufen. Die Flame, auch eine Gruß an die Flamme, alle grüßen, immer grüßen. Und dann sind wir halt zu viert saufen gegangen. Dicker, ey, ich schwör's dir, hätte ich nie gedacht. Wir haben gelacht, ey, wir haben Tränen gelacht. Wir waren in so einem Oldschool Soul Club in der Schanze, Tränen gelacht. Geil. Tränen gelacht, ich hab hart aufgenommen, ich hab's dann, weil es dann nicht ging, haben wir davor gespielt, Kopfgenick, Afrop steht auf, sagt, Bruder, Baba. Wir machen die. Baba. Für mich, kleiner Hosenscheißer, ich sitze im Jutze, so im Jugendzentrum. Rolle mit Hip-Hop kommt raus, ich hab's tot gefeiert. Und ich hab's auch im Backspin-Interview gesagt, wenn du früher eine Platte im Laden hattest, ist ja nicht so wie jetzt. Ah, Mann, jetzt kommt jeder Schwanz um die Ecke und hat eine CD im Laden. Ja, klar. Jeder Schwanz geht irgendwie Top 20 und die, weißt du, Top 10. Ist nicht so? Ist so, wie Video auch. Jetzt kann jeder ein Video machen auf YouTube tun. Was Gottverdammt Besonderes. Ja, weißt du, ich meine? Und der Typ war nochmal da auf diesem Cover, dieses weiße Cover. Ich werde es nie vergessen. Mann. Es war auf jeden Fall ganz was anderes. Und wir haben einen richtig geilen Song. Ich gebe ihm eine Hommage und er gibt mir eine Hommage. Ah, krass. Er kann mir eigentlich gar keine Hommage geben, aber er gibt mir so weit eine Hommage, so wie er mich gekannt hat. Okay. Und die Hook ist halt so Representer. So. Was sagst du? Kannst du ein bisschen was sagen? Was sagst du so? Auf jeden Fall komme ich raus mit und stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Woher kommt das? Made in Germany? Nein, Werner, Mann. Ich weiß es. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Benjamin locker. Benjamin. Zwei kurze. Ich habe jetzt nur geraten, aus welchem Album von Afro. Ich wusste jetzt nicht, wo du bist, aber natürlich. Benjamin locker. Assad, haut euch rein. Ein Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Jetzt komme ich drauf. Das ist aber auch so ein. Ist es aus Hamburg eigentlich? Ist das Kerl aus Hamburg? Nee. Wo kommt das? Eigentlich Stuttgart damals. Röhrig, wa? Stoppen kann uns nur Stuttgart ist Mann, also die, Mann, das war meine Kindheit. Die neuen Filme finde ich alle scheiße. Werner 1, wo der Film geht los, der kommt Holzbein Kiel gegen. Egal, auf jeden Fall, ey. Aber das ist Kindheit von uns. Aber ich finde krass, dass du auch so ungefähr so alt bist wie ich. Kommt oder? Da Brösel heißt er. Brösel, der kommt. Brösel, den wusste ich nicht. Komplette Ausnahmezustand. Hamburger? Ey, traurig, wenn wir das nicht wissen, ne? Nimmst du uns voll hops? Ich hab keine Ahnung. Fuck it. Ich hab nur gesagt, krass, cool, ich find cool, dass wir eine Generation sind, dann können wir über sowas reden, so, weil. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich das mit eingebaut, weil das meine Zeit widerspiegelt. Ich bin ungefähr so alt wie der Chef hier. Bisschen älter. Ich habe Afrop noch in Jugendzentrum gesehen, da waren so vor 30 Leuten und so, also ich kenne ihn wirklich krass, von Anfang. Krass. Sammy Deluxe das erste Mal gesehen, als er 17 war. So lange bin ich dabei und habe auch Graffiti da nur gemacht. Ich habe die ersten 10 Jahre meines Lebens, also Hip-Hop-Lebens, nur Graffiti gemacht. Guck mal, damals, ganz am Anfang von Kiez, gab es Echo Chamber, da ist jetzt Krankenhaus drin. Okay. Und da war Graffiti Corner bei uns. Also in meiner Zeit, wo ich Trainspieler war, sind wir donnerstags reingegangen. Ja. Da ist jetzt leider Krankenhaus drin und da war übergeiler Club, so mit alles rote Ledersofa, sah so ein bisschen so wie diese Holiday Burger Lane aus. Ja. Und da hat er in der Zeit jeden Donnerstag eine Stunde gefreestylt.
auf irgendwelche Ami-Beats gewerbt und keiner hat's interessiert. Ah, krass. Nee, aber verstehst du so, das war einfach so, okay, Sammy, du sitzt einfach so, man redet über Graffiti-Sprüher sind ja auch, genauso wie Rapper, alle haben einen Knack so und krass einfach, so jetzt im Nachhinein, wenn du es nicht mehr hast, so, denkst du drüber nach, so, wow, der Typ stand da einfach, hat einfach gefreestylt, so. Wie krass. Ah, mega krass. Es hat sich auch vieles geändert, früher war ja auch Ami-Rap war der Shit so und wenn da mal ein Deutscher als Vorgruppe war und so, wurde er gebottelt, ausgebucht, ja, alles. Jetzt hat sich das genau andersrum, alle haben Bock auf deutschen Rap. Ich gehe ganz selten auf Konzerte. Ich gehe ganz selten auf Konzerte. Gehst du selber gar nicht? Ganz selten, Digga. Ich war bei Game letztes Mal. Und warst du enttäuscht, sag mal? Nee, die Show war King, aber der hat sich so daneben benommen, da irgendwelche Eulen auf die Bühne geholt und die Macker, was am Heulen. Ich piss mich auch vor Lachen, aber Digga. Man hat mich für ein Interview gesehen, ich kenne aber wenig selber, aber er hat genau das Richtige gesagt. Die Amis kommen her, benehmen sich wie ein Stück Scheiße. Nehmen den Deutschen sozusagen die Kohle weg. Ich sehe es genauso. Kommen aufs Festival, benehmen sich wie ein Stück Scheiße, denken, dass er wird mit einem goldenen Tablett gebracht. Mann, verpiss dich. Komm hier gar nicht mehr her, wir kommen auch nicht zu euch, verpiss dich. Natürlich will uns auch keiner da haben. Deswegen gibt es gar keine Dings, aber verstehst du, was ich meine? Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe mal für, Capone Rega Vorgruppe gemacht damals. Boah, das ist 5-6 Jahre her. Die haben sich da benommen mit ihren kleinen Kackringen. Alter, ich hätte alles in mein Glas in den Kopf geschlagen, Alter. Wie kann man sich so benehmen? Weißt du, die sind durch und die scheißen drauf. Alter, sollen nach Hause fahren. Ja. Und egal was für Künstler gibt, wie viele Leute gehen auf solche Konzerte. Und immer wieder, die kommen viermal im Jahr. Wie viel Kohle wollt ihr denn in den Arsch schieben? Pusht mal lieber deutsche Musik. Pusht mal eure Muttersprache. Ganz ehrlich. Es wird ja mittlerweile so unfassbar viel Deutsches gepumpt. Ja, zum Glück. Ich habe jetzt auf dem Frauenfeld Kendrick Lamar zum Beispiel gesehen. Und? So krass. Also das ist krass. Ja. Also da kann ich nur sagen, Props, Alter. Er hat sein Geld verdient. Schön, ich unterbreche. Vor 2 Jahren, wir chillen ab, wie auch immer, irgendwo. Ja, der beste Rapper. Viele Leute, ja? Ja. Beste Rapper ist Kendrick Lamar. Ja. Und ich hab Internet jetzt erst seit, Digga, halbes Jahr oder so hab ich Internet. Aber doch kein. Ehrlich jetzt, wegen Schuhe, scheiß drauf. Ich guck kaum. Okay, ja. Nur über Handy so, WLAN halt. Okay, ich dachte, du hast gar kein Internet. Ich guck nur Serien. Okay, okay. Serienfreak, wie auch immer. Ey, darüber reden wir gleich. Gerne, okay, ja, gerne. Kendrick Lamar ist der beste Rapper der Welt. Und ich guck, hör jetzt mal so zu. Lass mal. Ich kenn den gar nicht. Aber er ist dann auch ich so angeguckt. Gekommen. So. Wow. Ja. Wer ist dieser Typ? Dieser Alter? Typ. Boah. Wow. Dann habe ich so einen Block gesehen, sein Vater sitzt in so einem Stuhl. Nur am Puffen. Ey, Bruder. Echter Typ. Und er macht deepen Shit wieder mal cool. Weißt du? Guck mal, KIZ macht einen politischen Rap auf einer Ebene, die einen zum Lachen bringt. Kann keiner in Deutschland. Ja. Alle, die jetzt kommen, meinen irgendwie was zu sagen haben, verpisst euch. Ja, KIZ ist King in dieser Links. Ich will gar nichts anderes mehr über Politik hören. Ja, KIZ sind die Könige. So, ich will nichts anderes mehr hören, außer PTK. Weil PTK macht es wirklich so mit Herz. Also so mit Ehrlichkeit. Die anderen haben alle eine Scheiße. Jeder, der meint, politischen Rap zu machen, ist eine Schmuchtel in meinen Augen, wie auch immer. Aber er bringt das in so einen Flow, in so einem. Ja, das macht noch Spaß. Ja. Es ist krass. Nee, es ist so gut gerappt, dass einfach interessant ist. Und das kann keiner. Das finde ich bei ihm überkrass. Das stimmt total, Alter. Ja, ich hab also Kendrick Lamar gesehen, habe ich gesagt, ey, Digga, der hat sein Geld verdient, er verarscht uns nicht hier so. Aber Nicki Minaj, alle haben gewartet. Sie kommt, halb Playback, Ding fällt aus. Ja. Sie sagt, Mikrofon ist ausgefallen, sie rappt nicht, jeder sieht das. Echt? Kompletter Ausfall. Ich höre mir auch Nicki Minaj gar nicht an. Ich bin ja, aber ich meine nur, ich weiß es nicht. Sie ist eben Popstar fast. Ich weiß nur, dass sie mit diesem Meek Mill zusammen ist. Stimmt das? Meek Mill, ja. Genau. Und ich habe mir den angeguckt, Memphis, kaum Songs, aber wie sie mit ihren Motorrädern da. Ja. Was geht bei denen ab, Alter? Ja. Wow. Ja. Da habe ich Bock drauf, weißt du. Okay, komm. Ich hab die ganze Zeit, wollte ich mit dir über Serien reden, aber ich wusste nicht, dass du ein Serienfreak bist. Weil ich gucke, ja, ich guck echt viel Serien. Was denn? Sag mal so deine Tops. Gerade gucke ich Entourage. Entourage ist Bombe, ja. Kann ich nicht. Ich hab die letzte Woche 6 Staffeln gesucht. Jetzt. Ganz schlimm. Einfach eine gezogen. Mach ich auch? Eine Staffel an einem Tag. Ja, ehrlich. Ich guck 3-4 Folgen immer on the road. Aber mir läuft das durchgehend. Ich gucke kein Fernsehen. Ja. Ich habe so einen Fernseher, bumm. Ja. Das muss ja... Du kommst in die Wohnung. Ja. Ne? Der guck ich ja nicht. Ich guck das, feiere ich überhaupt.
Es ist krass, immer mehr Leute, die ich treffe, sagen auch, genau wie ich auch, ich habe keinen Fernseher. Nur noch Internet, Serien. Alle labern Scheiße. Nee, ich habe wirklich keinen. Ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ich habe nur einen Laptop und so. Ja, ich habe das irgendwann mal abgeschafft, weil er zu alt war, kaputt. Ich habe mir so gesagt, ich kaufe bald Flat. Irgend so einen miesen Flat. Habe ich mir nicht mehr gekauft. Keine Ahnung. Digga, selber will ich die Dinger, ja. Hol dir. Nee, ich habe einfach keinen Bock. Ich gucke keinen Fernseher mehr. Mir geht's besser. Fernsehen bringt mich immer zum. Ich habe kaum, wenn ich mal zu Hause bin, dann schmeiß ich Laptop. Ich habe keinen. Ja, genau. Das läuft einfach so. So. Wenn es mir gefällt, guck ich. Sag mal ein paar geile Serien. Also die Standards sind noch Game of Thrones, ist das so ein Ding für dich? Fargo. Weißt du, wer mir das empfohlen hat, warum ich das geguckt habe, warum ich angefangen habe zu gucken? Weißt du, wer mir alles empfiehlt? Ja. Ich krieg SMS von PTK aus Berlin. PTK. Also der sagt. Bald kommt, wirst du hier wahrscheinlich auch. Wie auch immer, auf jeden Fall PTK, von dir krieg ich SMS. Ja. Digga, zieh dir das rein. Er hat Ahnung. Ey. Weißt du, mit wem ich immer miese SMS mache über Serien? Und Fargo hat er mir empfohlen, Azad. Ja. Der schickt mir mitten in der Nacht, 4 Uhr. Bruder, Fargo ist dein Ding. Der Typ, der diesen Typ spielt da, ey, das soll ja nach einer warmen Begebenheit sein, natürlich funktioniert, das kann mir keiner erzählen. Ey, der Typ ist einfach der König. Wie er einfach in den Raum betritt und diese Aura-Scheiße ausstrahlt und alle kuscheln vor ihm. Er ist einfach mal der Krasseste. Aber Fargo war für mich ein bisschen schwierig reinzukommen, weil er so altbacken aussieht, weißt du? Nee, so, voll weil geil. So, voll mein. War schwierig für mich. Voll geil. Aber wo ich jetzt gerade reinkomme, weißt du, was ich mir jetzt angucke? Jeder kennt das, ist oldschool. Auch Azad hat sogar den Track dafür gemacht, Prison Break. Gucke ich jetzt gerade seit einer Woche. Weißt du warum? Ich habe es auch immer gehasst, weil es so ein Überhype war und ich mag nichts, was Hype hat, so, weißt du? Weil dieser Film ist so, dieser Typ spielt das. Ganz ehrlich, ich finde, der spielt das nicht gut. Ja, und ich hatte die Hauptrolle mit seinen scheiß Tattoos. Er ist viel zu lieb und er sieht zu filigran aus. Digga, ich mag sowas nicht. Ich guck's jetzt auch nur, weil mir mein Bruder immer sagt, das ist geil, guck das, ey. Scheiße. Was guck ich denn noch? Oh, aber viel. Was ist denn mit so einem Klassiker wie jetzt, was heißt Klassiker? Sopranos aber so, war einfach Sopranos. Oh. Oh, Killer, oder? Das geheult, wo es zu Ende war dann, ne? Ja, pass auf, ich zeig dir. Aber wir reden weiter, aber ich muss was suchen. Ich muss dir unbedingt was zeigen, wenn wir über Sopranos reden. Ey, ja, wo es Ende war, musste ich auch, habe ich Gänsehaut gekriegt. Nee, das nicht, aber wo es zu Ende war, ich hatte nichts mehr zu tun. Es war weg, es war so aus deinen Händen so, ne? Aber hast du Sons of Anarchy geguckt? Fand ich auch ganz geil. Killer, oder? Habe ich ja, auch. Ja. Aber die Mucke hat mich immer gefasst, weil ich habe diese Mucke früher gehört. Ich feier's, ja? Ja, ja, gut. Ich bin so diese... Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist so ein Typ, der die auch gemacht hat, ist auch, glaube ich, der Erfinder von... Er ist auch der Erfinder von The Wire, glaube ich, hat er auch gemacht. The Wire habe ich auch komplett geguckt. Die erste Staffel fand ich voll scheiße, wollte ich vor's abbrechen und dann war ich übersucht. Aber du hast jetzt noch nicht gesagt Game of Thrones. Ist das sowas für dich? Gar nichts. Ciao. Also wer das guckt, keine Ahnung. Wärst du nicht wahr mit mir? Nee, ich hab geguckt, ich fand geil. Echt? Ich feier das, ja, ja. Das ist Schmulhaub, ja. Ach nee, das ist was anderes. Nee, Game of Thrones ist so, das spielt in so ein bisschen Fantasy, Schwerter. Aber pass auf, ich weiß, viele können mit dem Thema nichts anfangen. Die Zombie-Serie, wer ist die nochmal? Die krasseste. Walking Dead. Ciao. Bruder, beste, ehrlich jetzt? Zombies, Digga, wo lebst du? Aber das ist ja nur Rahmen, es geht gar nicht darum. Ich weiß, die Storys und bla. Ich hab zwei Staffeln geguckt. Müll immer noch. Ey, Bruder, Alter. Pass auf, ich zeig dir jetzt den Mann meiner Cousine, Bruder. Die beste Serie ist... Erzähl. Bruder. Italienische... Wer ist das? Wer sieht der aus? Das sieht aus wie Soprano. Ja, Digga, Ist er das? Mann, ich war in L.A. Das ist er doch. Das ist er nicht. Das ist der Mann meiner Cousine. Meine Cousine hat in Amerika geheiratet, ja, deswegen weiß er. Ich schwör's dir, Digga. Guck mal. Ja, nicht ganz, aber... Aber er stellt das jetzt für mich. Aber der ist tot, oder? Ja, also, Tony ist wirklich tot. Hotel, Selbstmord, oder? Nein, Herzleiden. Ja. Scheiße. Digga, wo ich ihn sehe, ich so, willst du mich verarschen? Guck mal, wie der aussieht, Alter. Guck mal, ich hab zu ihm gesagt, er soll so machen. Der sieht ja echt so aus, ja? Ja, ne? Ey, ohne Scheiß. Er guckt kein Fernsehen. Ey, Digga, Bobby, hast du Sopranos? Dieser Typ aus Sopranos, oh, ja. Dieser Einzel... Ey, ist das doch, oder? Digga, kann ich gar nicht... Nein, Mann, Digga, das ist so ein Ding, Digga. Nein, das ist nur, der sieht ihm ähnlich, das ist jetzt nicht er. Er ist ja tot, Digga. Nein, das ist nicht er. Das ist meine Cousine, hat geheiratet, ich war in Amerika und aber ich sehe so den Mann und ich so. Den können die aber mit die neue Sendung machen. Alter, Digga, krass, oder? Alter! Hab ich dir doch gesagt, Digga? Alter, darf man nicht zeigen in die Kamera, ne? Ja, Alter, ich werde mal ein Bild hier reinsmoosen. Wir haben nicht mehr so viel Akku, aber wir machen noch ein bisschen. Auf jeden Fall, ich habe über Schock gehabt, wo ich ihn gesehen habe. Italienische Mafia-Serie, gerade neu gekommen. Mir fallen immer die Namen nicht ein, sag mal schnell. Digga. Sag mal nochmal, sag mal was. Camorra.
Erst oder? Guckst du das? Ich bin noch es nicht dabei. Es gab einen Film, der ist scheiße, und jetzt gibt es eine Serie. Es gab einen Film, basierend auf dem Buch, auf das Buch, auf der Scheiße. Auf Buch. Ey, scheiße, jetzt gibt es eine Serie. Wo dieser du nicht? Nein, nein, nein. Was? Nicht. Echt nicht, echt nicht. Du hast keine Ahnung. Prost. Ey. Hey, der Bus ist vorbei. Also es gibt doch dieses Buch, Camorra, wo der Typ, der wird auch beschützt. Nein, aber ich meine, darauf basiert der Film. Ich weiß aber nicht, ob die Serie darauf basiert. Ja, tut's auch? Die Serie ist überkrass. Also weil das Buch war überkrass. Die Serie ist überkrass. Lies einmal ein Buch. Hannibal überkrass, oder? Überkrass. Alles drumherum. Ist auch mein Lieblingsschauspieler, der das spielt. Dänische Delikatessen hat er auch gespielt. Ja. Tipp rasiert. Dieser Typ, der da spielt, hat auch, glaube ich, in The Pusher. Kennt ihr Pusher? Pusher 1 bis 3. Bin ich mit aufgewachsen. Krass, Milo! Milo! Hey, Franke! Das ist doch mein Ringsatz, meiner Boah, Dicker, ey. Ja, ach, bist du Bosner, oder was? Ah, Kakosi. Ah, Dicker, ey. Opa. Dicker, ey, sind es Pyramiden oder nicht? Das ist die Frage, Dicker. Du weißt doch, das bleibt das Geheimnis. Du weißt, Insider, alle, die wissen, Bosner. Wenn du einen kurzen Trick, sag ich dir, Dicker. Ja, der will, dass ich kurz trinke. Ja, gibt's viele gute Serien, besser als Fernsehen. Dicker, cool. Sag mal nochmal zum Abschluss, apropos mit Adobe, mit Adobe Kit, schreiben wir auch immer. Er schreibt mir mitten in der Nacht, den Film musst du dir geben. Was hat er mir? Er schreibt mir, pass auf, was er mir? Mr. Robot hat er mir gezeigt. Mr. Robot, die Serie. Hab ich mir angeguckt. Wurde mir heute noch gesagt, dass ich mir angucken. Sechs Folgen, geil. Ich zeig dir noch, was er, Adobe... Was er mir als letztes schreibt. Guck mal, was er mir als letztes schreibt. Ich schaue heute Abend den zweiten Teil von Die Welt am Draht. Echt geil, danke für den Tipp. Dicker, zieh dir rein. Die Welt am Draht. Serie? Pass auf, nein, das ist ein Zweiteiler. Deutscher Fernsehfilm, aber aus den 70ern. Aber wenn du den guckst, Dicker, alles aus. Ja. Alles aus, weil der hat die Basis für so viele geile Filme. Was ist dein Akku leer? Das war schon das Interview? Der Akku geht leider langsam leer. Aber wir haben noch 10 Minuten. Ich habe über ein Album geredet. Tolles Album. Welches Album? Ganz toll, Roos. Bringst du ein Album raus, Bruder? Ganz toll, Roos. Dazu muss man aber sagen, dass wir uns wirklich super spontan getroffen haben. War ja gar nicht geplant. Ich war in Hamburg wegen Geburtstag von meiner guten Freundin und dann habe ich den Timo angerufen. Ich sage, Hammer ist 8,4 Grad in Hamburg. Ach so. Und dann sagt er so. Ja, Dicker, er ist in Hamburg. Wir wussten das nicht. Ich wusste das gar nicht. Wohnt doch hier, wo soll ich denn sonst sein? Nee, aber ich dachte, du bist auf Promoreise, Berlin, keine Donnerstag, Ahnung. Donnerstag. Aber wir treffen uns auf jeden Fall nochmal. Da machen wir nochmal was richtig Geiles. Sprühen wir, ja? Oh, ey, machen wir das? Wirklich? Ja. Sprühen auf jeden aber Fall. Aber du holst die Dosen. Nein, warte, dafür trinke ich kurz. Wenn ich kurz trinke, du holst die Dosen. Ja, okay, komm. Ich vertrag das doch nicht, ich kann doch nicht. Immer so diese Filme. Nein, wir machen so, ich besorge Chrom und Schwarz. Nein, legal machen wir nicht Chrom und Schwarz. Glaub mir, ich hab... Ja, aber man malt einen einheitlichen Namen, sowas Korrektes, Digga, weißt du? Nein, wir machen von mir aus deinen Albumnamen oder was? Oder nein, ich mach meinen Namen. Willst du mal sehen? Hier ist mein Name. Wo ist sag mal. Da. Das ist doch ein Train, sieht man das nicht? Ja, doch, aber es ist... Lebo, das Police-Skeleton. Nein, gut. Das war's. Wir sprühen auf jeden Fall. Ich hab voll Bock, aber nicht mit Molotow-Dosen, oder? Nein. Erinnerst du dich noch an Belten-Dosen? Ey, was Dicker, Alter, gibt's gar nicht mehr. Gibt's gar nicht mehr. Spaber. Belten gibt's mehr. Spaber gibt's gar nicht mehr. Nee, Spaber gibt's nicht mehr. Aber erinnerst du dich an Marabu? Natürlich, Dicker. Welche die beste Dose? Warte. Die beste Marabu, die es gibt? Jeder Writer weiß es. Welche Dose ist die beste Marabu-Dose? Okay, meinst du welche Farbe? Weißt du? Ja. Die von Lumit, die Farbe, die nein, er gestellt nein, hat? Nein, oldschool. Die beste, ich erzähl's, die beste Marabou ist Hitzerot. Fettcap, so ein Strich. Mies, der hat recht, Alter, du hast recht. Ey, letztes Mal war ich in einem scheiß Writer-Store, wollte ich mal ein paar Caps wiederholen, ne? Gibt's keine Ordnung. Und dann hab ich gesehen, was das alles für Caps gibt, Mann. Mies, Spider, das. Jeder will sein Geld verdienen, genauso wie im Rap. Dicker, ich hab früher nur eine Orange gehabt, Fettcap Orange, Fettcap Gold. Fettcap Pink meinst du? Du weißt, mein Bruder, der hat doch damals mies. Noch ganz früher, wo noch kein Fettcap war, haben die auch von Spade. Wir haben von Deo genommen. Normal. Aber das ist ja. Von Haarspray kommt doch Dings raus, Fettcap. Wisst ihr noch, wie der Dingens gesprüht hat? Ich hab komplett vergessen, wie der heißt. Ich glaube, Toast und so haben so gesprüht. Die haben so eine Kappe genommen, Loch gemacht, da reingesprüht, damit was ganz Dünnes vorne reinkommt. Das ist auch nicht mehr, Ich war nie so ein Schickimicki-Sprüher. Ich hab meinen Namen gebombt, weißt du, ich bin Bomber. Ich bin gar kein. Ich bin ein Bomber, so gewesen. Ich bomb nicht mehr. Ich bin mal wieder zwischendurch mal rückfällig geworden, ehrlich gesagt, aber Digga, ich bin nicht so dieser Figuren-Fax-Film. Ja. Digga, ich geh meinen Arm bomben. Fertig. Nächstes Mal, ich versuch mal mein Blackbook mitzubringen. Hast du noch sowas? Digga, ich bin doch jetzt meine Box raus. Ja. Molotow-Box. Sollte man sich auf jeden Fall auch vorbestellen. Auch du, Ruth.
in der Box. Ich dachte, er schenkt mir. In der Box ein Marker, ich kann dir auch schenken. In der Box ein Marker, ein Blackbook. Geil. Ein Bandana. Ja. Drei Skizzen im Blackbook, ja. Gewinnspiel, wenn deine Skizze vor mir drin ist, gehst du mit mir in die Wand sprühen. Oder bekommst ein Tattoo. Ich tätowiere das selber. Du gibst dann ein, ist es, wie oft ist es drin? Dreimal. Okay, drei Leute können dann eventuell ein Tattoo oder mit dir sprühen gehen. Ja, nicht eventuell, sondern... Nee, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn die sagen, so, können die ein Tattoo entweder... Die aus. Und wenn die kein Tattoo wollen, können die das Tattoo auch an ihren besten Freund verschenken oder an ihre Mutter. Was? An ihre Mutter. Wow. Mama, Mama, mach doch diese Tattoo. Was ist denn Endstand, Digga? Pauli? Was ist Endstand hier? Ja, 4-1, ist weiter. Fußball nächste Frage, nächste Frage. Also ich merke schon, Fußball ist euer Ding, wa? Ah, krass. Bist du, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du tätowierst hier und da hab Spaß, aber verdienst du auch damit deinen Brötchen? Ja, aber pssst, dein das ist mein zweiter Stand, was ich selber gemacht habe. Ich bin der größte Nirvana-Fan, habe gestern das selber gemacht. Nein! Ja. Geil, Alter. Hast drauf. Geil, normal, Dicker. Nirvana okay, ist die beste Band der Welt, dass du Bescheid weißt. Ja? Welches ist dein Lieblingslied? Boah, ich kipp's nicht. Nevermind ist von hinten bis vorne. Das Ding ist bei mir. Jetzt, Alter, Mann, ich stehe damit jedem Morgen auf. Meine Freundin reden, hasst mich. Okay, wer hat Kurt Cobain umgebracht? Es gibt Theorien. Seine Mutter. Courtney Love war es nicht. Courtney Love, komm, Alter. Die ist so dumm dafür. Die ist immer schon dumm gesagt. Nein, Mann, er war es selber. Oder Michael Stipe. Sie haben ein paar Tage vorher noch telefoniert. Ich scheiß auf sein Problem, ja. Ich fand die Musik geil. Ja. Krass. Mein Lieblingslied von denen, Heart-Shaped Box. Warte mal, ich hab nicht ganz verstanden, wie du meinst. Nein, ich mach Spaß. Jetzt hör auf, Ruhe. Wir sind in so einem Engländer-Store hier. Wir müssen das einmal machen. So. Komm, einmal machen wir es. Wir stimmen ein Lied an. Du musst ja Engländer. Guck mal, deswegen wollte ich hierher kommen, weil er immer so macht. Nein, Bruder, ich mach immer, ich bin immer so. Trinkt der Typ nicht kurz, ja. Ich trinke keinen Alkohol, Dicker. Mach mich Honig. Was soll ich machen, Dicker? Okay. Honig ist leider aus, tut mir leid. Honig ist aus? Ja. Ah, schade, ey. Andere Honig, aber den guten Honig, ja. Okay, Dicker, danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal vor Release noch einmal. Dickerchen. Ja, guten Haus. Yes, auf jeden Fall. Hey, Welli, gute bestellen, ja, bei mir im Shop. Album draußen, der junge Mann. Letzte Worte gönn dir. Alles gut, cool, dass du hier warst. Hamburg, nächstes Mal, wenn du Zeit hast, rasieren wir hier, gehen wir Club von Club. Ah, und Molotow 25.9. Pow. B-Seite. So, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit 8-4. Wirklich, das war wirklich ein chaotischer Tag. Nochmal schöne Grüße an die Jungs. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare. Ist 8-4 was für euch? Kennt ihr ihn die ganze Zeit schon oder habt ihr ihn vielleicht heute erst kennengelernt? Ich habe einen Link auf jeden Fall in der Beschreibung zu seinem Album, falls ihr es vorbestellen wollt. Und einen Link zu seinem Facebook und so weiter, dass ihr ihn auch findet, ja? Freunde, schreibt mir das in die Kommentare. Und jetzt kommen wir nochmal zum Roland-Gewinnspiel. Ja, unser Partner Roland verlost ja ein A49 MIDI-Keyboard. Das ist, also ihr wisst schon, von Roland MIDI-Keyboard, damit ihr die Synthesizer und so weiter abspielen könnt. Duo Capture Ex-USB Audio Interface, also das ist eine Soundkarte. Dann haben sie noch ein RH200 Kopfhörer von Roland, damit ihr den Scheiß auch vorhören könnt. Und wichtig, Ableton. Ja, Ableton benutze ich auch selber. Das ist die Live-Lite-Version, die ist dabei, damit ihr den ganzen Kram auch produzieren könnt. Ja? Ich freue mich für euch, wenn ihr gewinnt. Also das ist ein gutes Set, drei Leute können gewinnen. Witzigerweise, Freunde, ist das Ganze auch noch signiert von Crow. Ja? Ganz witzig. Zieht euch rein, Freunde. Die Crow-Fans werden sich freuen. Die Nicht-Crow-Fans werden sagen, ist egal. Hauptsache, die Geräte sind geil. Und ja, klar, das ist Roland, Dicker. Das ist kein Scheiß. In der Beschreibung ist ein Link. Da geht ihr drauf, auf die Seite von Roland. Und dann müsst ihr umfragemäßig was beantworten. Ganz einfach. Macht mit. Viel Erfolg, viel Glück. Und noch einmal, danke fürs Zuschauen hier bei hiphop.de. Das ist Roos was los, 8-4 in the motherfucking building. Gangzeichen für alle Leute, die nicht wissen, dass es eine Hip-Hop-Sendung ist. Und ich muss jetzt frühstücken. Bis dann!